Die Maine Coon ist die wahrscheinlich beliebteste Katzenrasse Deutschlands. Aber was zeichnet diese Rasse eigentlich aus? Das sehen wir uns jetzt an. Die Maine Coon ist mittelgroß bis groß. Kater können wirklich groß werden. Die Weibchen sind aber auch nur geringfügig zierlicher. Der Körper ist dabei lang und etwas kantig. Der Schwanz ist ebenfalls sehr lang, weshalb Kater eine Gesamtlänge von satten 1,20 Meter erreichen können. Die Maine Coon hat schwere Knochen und ist relativ muskulös. Wegen ihres imposanten Erscheinungsbildes wurde sie zu einer Arbeitsrasse, die Scheunen und Häuser frei von Nagetieren halten sollte. Der Kopf ist groß und die Ohren lang und spitz. Die Brust ist breit und die Beine sind dick. Das Fell der Maine Coon ist schwer, aber seidig. Es ist zottig und auf dem Bauch und hinter den Beinen ist es länger als am Rest ihres Körpers. Das also zu ihren optischen Eigenschaften. Aber wie steht es um die Persönlichkeit der Maine Coon? Trotz ihrer Größe und ihrer Geschichte ist die Maine Coon Katze sanftmütig und anschmiegsam. Sie hängt an ihren Haltern und nimmt Veränderungen verhältnismäßig stoisch hin. Sie sucht die Nähe zu ihren Menschen und ist gerne überall dabei. Wenn sie herumtobt, kann es schon mal etwas lauter werden. Ihr Miauen hingegen ist leise und sanft. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie eine Maine Coon haben? Die Ernährung der Maine Coon sollte sorgfältig kontrolliert werden. Diese Rasse tendiert dazu, sich zu überfressen und dick zu werden, wenn sie nicht aufpassen. Durch ihren genetisch hohen Muskelanteil hat sie sich angewöhnt, alles an Energie aufzunehmen, was sie finden kann. Insbesondere bei Hauskatzen kann das schnell nach hinten losgehen. Die Maine Coon muss sich ausreichend bewegen können. Kratzbäume, Tunnel und andere bewegungsfördernde Elemente sollten ausreichend vorhanden sein, genau wie genügend Platz, um herumzurennen. Eine kleine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung eignet sich deshalb in den seltensten Fällen. Die Maine Coon liebt interaktives Spiel und involviert dabei die ganze Familie. Der Zeitaufwand bei langhaarigen Katzen ist fast immer etwas höher. Das Fell der Maine Coon braucht täglich Pflege. Sie sollte gebürstet werden, um sicherzustellen, dass sich ihr Fell nicht verknotet und verfilzt. Damit sollten Sie bereits in jungen Katzenjahren beginnen, damit sich Ihr Vierbeiner daran gewöhnt. Noch einmal zusammenfassend, die Maine Coon ist ein sanfter Riese. Sie neigt zu Gewichtsproblemen. Deshalb sind viel Bewegung und eine gute Futterrationierung wichtig. Für kleine Wohnungen ohne Freilauf ist sie keine geeignete Rasse. Außerdem benötigt sie regelmäßige Fellpflege. Wenn Ihnen die Maine Coon gefällt und Sie mit diesen Eigenschaften gut umgehen können, haben Sie vielleicht den perfekten Partner gefunden.